Hey, das hier bin ich. Ich bin Tiana Miles und vielleicht fragt ihr euch, wem diese wunderschönen Hände gehören. Ja, das ist meine Freundin Kimora. Und schon ganz bald beginnt unser neuer gemeinsamer Lebensabschnitt. Aber halt, lasst uns ganz vorne anfangen. Das hier sind meine Eltern, Corey und Ella Miles, in jungen Jahren natürlich. Schon immer ganz furchtbar ineinander verliebt gewesen, sie haben sich in der Schule kennengelernt und seitdem gab es sie nur noch als Team. Ja, und aus dieser Liebe bin ich dann entstanden. Seht ihr? Da hinten. Das bin ich. Meine Eltern waren natürlich überglücklich, als ich dann endlich da war. Hier bin ich mit unserer Katze Fidget. Ich vermisse sie so. Naja, meine Kindheit war ein absoluter Traum. Nur meine Mom, mein Dad, Fidget und ich. Ja, und dann kamen meine Eltern auf die großartige Idee, dass ich unbedingt noch ein Geschwisterchen brauche. Dann ging alles ganz schnell und geboren war mein Bruder Eugene. Unfassbar süß und unfassbar nervig. Naja, andere Geschichte. Dann gab's da noch meine Wildchilds, meine allerbesten Freunde und ja, das da hinten ist Kimora. Aber dazu später mehr. Meinen Seelenhund Mango haben Dad und ich am Strand gefunden. Daraufhin hat Dad Mom überredet, dass wir Mango ein Zuhause schenken müssen. Yay! Alles schien perfekt. Doch dann kam alles ganz anders. Bei Dad wurde eine unheilbare Krankheit festgestellt, die ihn uns früher oder später wegnehmen würde. Naja, und dann war es eben früher statt später. Nach kurzer Zeit ging es ihm furchtbar schlecht. Er versuchte, sein Lachen für uns bis zum Schluss zu wahren. Doch dann war es von heute auf morgen erloschen. Die danach folgenden Monate waren die schlimmsten meines bisherigen Lebens. Mom verlor sich in ihrer Trauer, mein Bruder und ich hatten nur noch Streit und zu allem Überfluss kam nach Dads Tod auch noch sein letztes Geschenk an meine Mom auf die Welt. Das ist Corey Jr. Und danach hieß es weitermachen, so gut es ging. Zum Glück hatte ich Mango und meinen besten Freund Charlie an meiner Seite. Bekanntlich heilt ja die Zeit alle Wunden und so war es auch. Ich ging zur Schule, ich hing mit Freunden ab und ich entwickelte neue Hobbys. In dieser Zeit merkte ich auch, dass Kimora für mich mehr war als nur eine Freundin. Sie unterstützte mich in allem, was ich tat und war für mich da, in guten wie in schlechten Zeiten. Ja, und das ist meine Achterbahn, die ich Leben nenne. Mittlerweile habe ich bereits ein eigenes Buch veröffentlicht und demnächst ziehen Kimora und ich zusammen in ein kleines Dörfchen namens Hanford-on-Bagley. Das wird mein Neuanfang. Mein Kapitel 1. Und damit ein herzliches Hallo zu Part 1 von Let's Play The Sims 4 Tiana Legacy. Das wird jetzt erstmal so unfassbar ungewohnt, das zu sagen. Ich bin auch mega, mega, mega aufgeregt. Ich hoffe wirklich sehr, dass euch das Intro gefallen hat. Da habe ich in den letzten Tagen dran gearbeitet und ich musste das ein oder andere Tränchen verdrücken, als ich das geschnitten habe. Deswegen hoffe ich sehr, dass es euch gefallen hat. Und ja, jetzt sind wir hier in dieser neuen Generation mit unserer lieben Tiana. Für die, die ganz neu dazugekommen sind, hallo, ich bin Nina. Ich habe das Intro extra so geschnitten, damit ihr nicht die 50 Parts vorher gucken müsst und trotzdem wisst, was abgegangen ist. Und das gleiche habe ich auch mit der ersten Staffel gemacht. Also falls ihr wissen wollt, was in der ersten Staffel passiert ist, guckt euch die erste Folge von der zweiten Staffel an. Und jetzt sind wir hier eben in dieser dritten Generation der Tiana Legacy, beziehungsweise Küsst den Frosch Legacy, aber ich finde Tiana Legacy klingt irgendwie ein bisschen schöner. Ja, ich freue mich sehr auf die kommende Zeit. Ich glaube, das wird richtig, richtig, richtig schön. Wir werden das erste Mal mit dem neuen Pack spielen, also mit dem Landhausleben-Pack. Wir werden das erste Mal in Hanford und Bagley spielen und wir werden das allererste Mal mit einer richtigen Hexe spielen, so richtig, richtig. Ich hatte ja mal so ein Let's Play, das habe ich aber dann nicht weitergeführt und Kimora ist ja eine Hexe und deswegen werden wir so ein bisschen auch das Hexen-Gameplay spielen. Ich werde euch dazu aber gleich mehr im Laufe des Parts erzählen. Ich würde sagen, wir starten jetzt erstmal in das Video rein, weil ich glaube, ihr seid genauso gespannt wie ich und jetzt wünsche ich euch ganz, 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 ganz viel Spaß und let's go. Ja, wie gerade schon gesagt, sind wir jetzt hier mit unserer lieben Tiana und unserer lieben Kimora. Die zwei sind jetzt gerade tatsächlich noch Teenager. Ich habe überlegt, ob ich sie altern lassen soll, ob sie dann eben als junge Erwachsene hierher ziehen. Aber irgendwie fand ich das dann doch falsch, das jetzt direkt so zu provozieren, weil Tiana eben noch eine ganze... Ja, okay, sie hat noch eine Woche. Dann können wir das auch... Nee, also dann ist es gar nicht schlimm. Dann muss ich es gar nicht erklären. Dann sind die nämlich jetzt einfach so, keine Ahnung, so 18, sind gerade frisch ausgezogen und in der Woche werden sie dann zu jungen Erwachsenen und dann sind sie halt so, keine Ahnung, 20 oder so. Ihr wisst ja, wie der
Phase hier in Sims läuft. Aber ja, genau. Jetzt gerade sind sie halt noch Teenager. Das heißt, sie müssen auch noch zur Schule gehen. Das war die einzige Voraussetzung, weswegen Ella Tiana hat gehen lassen. Dass sie natürlich noch weiterhin zur Schule geht, auch wenn es die letzten Tage nur sind. Und dann, ja, darf sie sich hier mit Kimora ein neues Leben aufbauen. Denn ihr wisst ja, dass Kimora dieses kleine... Ach so, wisst ihr nicht? Oh mein Gott, sorry. Ich bin mir maximal lost, weil ich bin sehr, sehr aufgeregt. Dieses Video hier hat sehr viel Vorbereitung gebraucht. Und deswegen bin ich sehr froh, dass wir das jetzt hier drehen können. Ich habe ein Grundstück platziert. Ich wollte ja erst das ursprüngliche Haus stehen lassen, was sich hier mitten im Wald befindet. Aber ich habe mir dann gedacht, damit spielen bestimmt jetzt super, super viele. Und dann, damit ihr nicht euch daran satt seht so schnell, habe ich mir gedacht, nehmen wir eins aus der Galerie. Das habe ich jetzt also in der Galerie gefunden. Und ich finde, das ist so ein bisschen so ein kleines Fixer-Upper-Haus. Finde ich richtig, richtig süß. Wir haben hier so einen kleinen Teich und wir haben hier ganz viel Gestrüpp und so. Und hier können wir halt hinterher auch noch irgendwie so einen kleinen Hühnerstall hinbauen. Und hier hinten vielleicht noch so einen kleinen Kuhstall und so weiter und so fort. Also all das, was mit diesem neuen Pack kommt. Auf jeden Fall, was ich gerade eigentlich erzählen wollte, bevor mir aufgefallen ist, dass ihr dieses Grundstück noch nicht kennt. Dieses Grundstück hat Kimora ja von ihrem Opa geerbt sozusagen. Er ist nämlich vor kurzem verstorben. Also es war ihr Ur-Ur-Urgroßvater und er war ein großer Hexenmeister und deswegen wollte Kimora in die Fußstapfen ihres Opas treten und eben schauen, was diese besondere Energie von Hanford on Bagley so auf sich, was es damit auf sich hat. Oh mein Gott, das hat lange gedauert, bis es in meinem Gehirn angekommen ist. Und gerade, als ich diesen Haushalt hier zusammengeführt habe, hat Kimora noch eine sehr, 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 sehr traurige Nachricht erhalten, womit ich jetzt gar nicht gerechnet habe und ich weiß gar nicht, wie ich da jetzt mit umgehen soll. Und zwar hat sie eine Todesnachricht bekommen von einer Person. Ich dachte so, ja, wer ist das denn? Weil ich kenne ihre Familie ja jetzt nicht. Und es hat sich herausgestellt, dass es tatsächlich ihre Mom ist. Es ist einfach ihre Mom, die heute verstorben ist. Sable. Oh mein Gott, in was für Familienverhältnissen lebt sie denn? Sie hat noch eine böse Stiefmutter. Oh mein Gott. Und eine Halbschwester ohne Gesicht. Oh, wow. Okay, naja, auf jeden Fall, ne, ist ihre Mutter leider verstorben. Dann habe ich das Ganze hier mal ein bisschen unter die Lupe genommen. Ich drücke einfach mal Play und dann können die zwei da ein bisschen rumtudeln. Ich habe das hier ein bisschen unter die Lupe genommen. Wie gesagt, ich habe noch nie mit einer Hexe gespielt. Und sie hat jetzt hier noch das Merkmal starke Blutlinie. Mindestens ein Elternteil dieses Sims besitzt das Merkmal schwache Blutlinie. Sims mit dem Merkmal starke Blutlinie erhalten einen zusätzlichen Talentpunkt auf dem Magierrang, den sie gegen Vorteile eintauschen können. Außerdem steigt ihre Magiererfahrung schneller an und sie sind zu 20% weniger anfällig für Überladungen. Oh mein Gott. Die zwei streiten sich gerade oder so. Tiana sagt auf jeden Fall zu Kimora, du siehst wirklich dumm aus, wenn du das trägst. Ich weiß nicht, vielleicht sind sie beide einfach ein bisschen gestresst vom Umzug oder so. Ich habe keine Ahnung. Oh, aber Kimora fühlt sich wirklich geliebt. Ah, okay. Die haben einfach eine andere Art von Beziehung. Das ist ja absolut in Ordnung. Was ich aber noch zu der Hexensache sagen wollte, ist, dass wir das nicht so mainly erforschen werden. Also wir werden jetzt vermutlich nicht jeden Tag da in diese Hexenwelt reisen und so weiter und so fort. Ich möchte mit ihr einfach auch so, weil wir ja sowieso die Gartenfähigkeit auch mit einbauen werden ins Let's Play, dass wir noch so das mit den Zaubertränken vielleicht so ein bisschen mit einarbeiten und so weiter. Also schreibt mir gerne eure Ideen dafür, Kimora, in die Kommentare, wie wir das Ganze noch mit einbauen können. Und ja, jetzt würde ich sagen, zeige ich euch erstmal noch das Grundstück, also das Haus von innen. Das ist eben diese kleine Hütte, die sie jetzt hier mitten im Wald haben. Und das habe ich noch gar nicht gemacht. Ich wollte den beiden gerne so für die zusätzliche Herausforderung hier noch diese Grundstücksherausforderungen geben. Und zwar einmal natürlich rustikales Leben. Das kommt ja neu mit Landhausleben. Auf diesem Grundstück können Gerichte nur dann zubereitet werden, wenn die jeweiligen Zutaten vorhanden sind. Mit frischen Zutaten gekochtes Essen schmeckt doch gleich viel besser, was ich super cool finde. Und ich finde, das passt eben auch sehr gut zu den beiden, weil sie ja auch kaum Geld haben. Also ich werde denen das Geld hier unten gleich auch noch wegnehmen. Weil, ihr wisst, ich liebe es so, Rags to Riches zu spielen. Das ist ja jetzt nicht richtig Rags to Riches, weil wir haben ja schon ein Haus, aber das Haus ist sonst komplett leer, werdet ihr jetzt sofort sehen. Und dann hatte ich noch überlegt, ob wir noch abseits des Netzes nehmen, aber das finde ich doch recht schwer. Also es braucht sehr viel Arbeit und Fleiß, dass es da auch alles dann funktioniert. Wir erinnern uns an Katie. Deswegen habe ich mir gedacht, dass wir jetzt am Anfang vielleicht eher noch hier die wilden Füchse nehmen, weil das ist ja auch ganz schön, wenn die dann da immer angetänzelt kommen. Und ansonsten können wir ja auch noch Grundstücksmerkmale nehmen, vielleicht Abendrot, dass sie hier besonders energiegeladen, glücklich und inspiriert werden können. Finde ich sehr, sehr schön. Und ich finde, das passt sehr gut hierzu. Vielleicht noch Ruhe und Frieden. Das passt ja eigentlich auch ganz gut. Und dann überlege ich auch noch hier natürliches Licht zu nehmen, weil ich finde, zu Kimora passt es eigentlich auch ganz gut, dass sie vielleicht noch so die Malerei- oder Fotografiefähigkeit erlernt. Also da könnt ihr mir auch komplett eure Meinung schreiben. Also
also was ihr davon haltet. Und hier haben wir eben dann das Häuschen, das kleine Häuschen von den beiden. Das ist natürlich auch noch ausbaufähig. Vielleicht können wir da irgendwann auch noch so eine zweite Etage dran bauen oder so. Aber ich finde das einfach so, so niedlich. Und ja, wir haben hier eben ein großes Schlafzimmer, ein Badezimmer und hier war dann so die Küche eingebaut. Und ihr seht schon, ich habe das versucht, so ein bisschen heruntergekommen aussehen zu lassen. Also, dass hier so Risse in der Tapete und in den Wänden sind, dass sie halt das so wirklich ein bisschen aufwerten müssen. Theoretisch würde es ja Sinn machen, wenn wir denen jetzt hier auch noch das Grundstücksmerkmal mit den Krabbeltieren geben würden. Aber das hatten wir auch schon in der City Life Challenge und damit kann ich wirklich nicht mehr umgehen. Ich bin froh, dass wir das jetzt bei Kiana nicht mehr haben. Deswegen lassen wir das Ganze. Und ja, genau, das ist jetzt unser neues Zuhause. Hier werden Kimora und Tiana ihr Leben verbringen, zumindest weitestgehend. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf die kommende Zeit. Jetzt habe ich schon wieder 11 Minuten gelabert und wir haben uns noch nicht einen Zentimeter bewegt hier in dieser Stadt. Aber das macht ja nichts. Das gehört, glaube ich, zu einem ersten Part dazu. So, jetzt werde ich den beiden aber erstmal ihr Geld wegnehmen, damit wir dann wirklich hier eine Rags-to-Riches-Challenge draus machen können. Und dann heißt es natürlich jetzt hier in Part... Schöne Musik. Dann heißt es natürlich jetzt hier in Part 1 auch, dass wir ein bisschen Geld verdienen müssen. Ich habe, weil ich einfach eine schlaue Mausi bin, habe ich die Frösche von Tiana mitgenommen, was super, super gut in unserer Situation jetzt ist, weil wir können die nämlich jetzt noch eben ein bisschen züchten und dadurch kriegen wir auch Geld. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, welche hier die wertvollsten sind. Okay, der Erdwirbel-Eierpflanzenfrosch und der Sonnenblumenfrosch sind am wertvollsten. Dann lassen wir die beiden doch Babys machen. Yes, wir haben einen Wirbeleierpflanzenfrosch dazu bekommen. Das heißt, wir können jetzt einen davon verkaufen und haben dann unsere ersten 100 Simoleons verdient. Nice. Und wir haben noch hier einen Apfel in unserem Inventar. Und ihr wisst ja, dass der Apfel in der Disney Legacy so eine kleine besondere Bedeutung hat sozusagen. Deswegen wäre es ja eigentlich ganz schön, wenn die erste Maßnahme, die Tiana hier in ihrem neuen, auf ihrem neuen Grundstück tätigt, wäre, dass sie hier einen Apfelbaum hinpflanzt. Ich glaube, man pflanzt ja sogar auch einen Baum, wenn ein Baby geboren wird oder so. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich habe hier das mit dem Teich Tool auch alles noch gar nicht erforscht. Wir können hier Frösche suchen, wir können im Wasser spielen und wir können angeln. Das ist so süß. Wir haben hier auch so kleine Entchen auf dem Teich und hier unten sind noch Kois drin und hier drüben fliegen Libellen. Das ist einfach so unendlich niedlich. Das kam ja, glaube ich, mit dem Patch. Das heißt, es ist nicht von Landhausleben selber und ich finde es einfach richtig, richtig schön. Und Kimora hat die Logikfähigkeit erreicht. Ich weiß gar nicht, wie sie das macht. Sie denkt logisch. Oh ja, soll helfen. Ich weiß gar nicht, was wir jetzt hier so mit der Magie von ihr anfangen können. Also wir können jetzt hier ihre Magie üben, aber wie gesagt, ich möchte mich viel mehr so auf die Zaubertränke konzentrieren, weil das finde ich nämlich super spannend. Und ja, Tiana erfreut sich hier schon am Teich. Das ist richtig süß. Vielleicht kann Kimora ja auch nochmal eben hier Frösche suchen. Vielleicht können wir dann über sie nämlich auch noch Frösche züchten, weil ich glaube, Tiana ist ja noch nicht wieder bereit. Bei ihr steht noch, das Züchten von Fröschen macht müde, versuche später nochmal. Okay, sie hat einen Eierpflanzenfrosch gefangen. Ich glaube, der Eierpflanzenfrosch ist nicht sonderlich selten, oder? Leider nicht. Aber können wir nicht ihr die Frösche übertragen und dann kann sie die züchten? Geht das? Wir tricksen mal eben hier ein bisschen. Wenn wir jetzt hier einmal... Yes! Okay, nice. So, wir haben zwar einen Sonnenblumenfrosch bekommen, aber egal, den können wir jetzt auch verkaufen. Das heißt, wir haben jetzt schon 140 Simoleons und ich würde die beiden jetzt hier auch nochmal einmal unten lang jetten lassen. Ich glaube, dass wir jetzt aber auch mal noch die Fische hier verkaufen, die Tiana im Inventar hat, weil jetzt brauchen wir einfach alles an Geld, was wir haben. Wir können jetzt nicht daran denken. Das war ja eigentlich fürs Aquarium gedacht, aber ihr wisst, ne, das haben wir... Oh, oh, no. Das haben wir auf Eis gelegt. Hier geht keiner ins Rampenlicht. Nein, nein. Okay, ich hab's behoben. Tiana ist jetzt nicht mehr im Rampenlicht. Ich will mal ganz kurz das hier mit den... Was ist das hier? Die Vögel. Oh mein Gott. Kann ich denen ein Geschenk geben? Ich hab nix, ne? Aber die sollen doch bitte kommen. Ich möchte so gerne mit denen reden. Hallo? Komm mal hier runter. Ich dachte einfach, hier flitzt jetzt schon ein herrenloser Hund oder Fuchs rum, aber... Es ist Evan und er ist kein Streuner. Ich habe keine Ahnung, woher Evan kommt und was er will, aber hi Evan, wir sind auch neu hier. Hier drüben sind auch nochmal diese, oh mein Gott, diese Baumstämme. Es ist so niedlich, I love it. Ich habe eben auch schon Häschen gesehen, das habe ich euch ja alles in der Preview gar nicht gezeigt. Hier können wir einen seltsamen Pilz pflücken. Das wird uns sicherlich auch Geld bringen. Wir müssen natürlich jetzt die Augen offen halten. Nach all den Möglichkeiten, die uns hier Geld bringen, hat Tiana eigentlich den Apfel gepflanzt? Nee, ne? Tiana, was soll das? Wo ist der Apfel?
Oh mein Gott, hat sie den Apfel gegessen? Nicht dein Ernst, Girl. Aber wie süß ist das? Guck mal, sie sitzt jetzt hier an ihrem Teich und macht ihre Hausaufgaben. Girl, das ist so süß. Aber wir müssen ganz dringend gerade noch an mehr Geld kommen, weil ich weiß nicht, ob wir uns schon ein Bett kaufen können, geschweige denn irgendwie eine Toilette oder so oder was zu essen. So langsam kriegen die Mädels auch Hunger. Also es wird Zeit, dass wir hier auf jeden Fall Geld dran schaffen. Ich weiß nicht, hat Kimora den Pilz jetzt... Ah nee, sie ist noch auf dem Weg. Oh, da läuft ein Häschen. Da läuft ein Häschen. Hallo, ich liebe dich. Bleib stehen. Oh mein Gott, das ist einfach so unfassbar niedlich. Oh, und hier können wir zu unseren Nachbarn gehen. Oh, nee, warte, was? Hütte untersuchen? What? Ich dachte, hier wohnt jemand. Kimora hat am Straßenrand einen seltsamen Pilz gefunden. Bei näherer Betrachtung scheint es sich um einen essbaren Pilz zu handeln. Ein würziger Pilz. Das heißt, wir haben... Nee, das ist ein Tonklumpen. Hä? Wo ist der würzige Pilz? Achso, sie ist noch am Pflücken. Oh, der sieht aber nicht sonderlich essbar aus. Er schmeckt großartig und du wirst das Brennen spüren. Aha. Wenn das aber auch nur ein Soleon wert, ne? Diese Atmosphäre ist hier aber auch anders geil, ne? Hört mal so, wie die Grillen zirpen. Richtig entspannt hier. Richtig, richtig schön. Ich liebe es jetzt schon so sehr. Es wird einfach so schön, Leute. Es wird so unfassbar schön. Und diese Weltengestaltung, ne? Hier mit diesen Lichterketten an den Bäumen. Das ist einfach, die Vibes kommen so perfekt rüber. Das ist richtig, richtig schön. So, und Kimora kommt jetzt hier bei der Hütte an. Ich habe keine Ahnung, was es hiermit aus sich hat, aber wenn einer mutig ist, dann unsere liebe Kimora, würde ich sagen. Ich genieße einfach den Wald und das solltest du auch tun. Suche mich, wenn du Pilze oder Beeren verkaufen möchtest. Der Kreaturenhüter. What? Wow. Hier können wir auf jeden Fall noch was ausgraben. Hier ist so ein schöner Teich. Es ist einfach so toll, Leute. Es ist einfach so toll. Okay, wir haben ein Fossil gefunden. Ah, nee, 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 nee. Das müssen wir extrahieren und... Oh, wir haben zwei raus... Oh mein Gott, wir haben da zwei rausbekommen. Einmal ein versteinertes Dings da für 175 Simoleons. Und dann haben wir noch einmal einen prähistorischen Hufabdruck. Nice, unsere ersten 500 Simoleons. Sehr geil, sehr, sehr geil. Kimora ist unsere Brötchenverdienerin. Hier sind schon so unsere Nachbarn, das ist die gute... Queen. Es ist die Queen. Kniet nieder, meine Damen und Herren. Hier haben wir noch Michael. Oh, er ist der Kreaturenhüter. Ich weiß nicht, was es damit auf sich hat, aber ich finde es ganz super toll. Amazing. Absolutely amazing. Okay, dann schaue ich jetzt mal ganz kurz, was wir uns damit kaufen können. Ich finde das einfach so toll, wie weit wir von unserem Grundstück hier so rüber düsen können, ohne dass wir einen Ladebildschirm haben. Finde ich richtig, richtig cool. So, Delay. Und da gucken wir jetzt mal, was für ein Bett wir uns kaufen können. Ich weiß, das hört sich aus meinem Bett, Das hört sich aus meinem Mund echt komisch an, aber ich möchte versuchen, in diesem Haus so ein bisschen auf Custom Content zu verzichten, beziehungsweise Max's Match so ein bisschen zu nutzen. Weil ich finde, dieses Cottagecore kommt einfach als in Max's Match oder beziehungsweise halt von EA, also die Sachen von EA selber. Die kommen, also das kommt einfach so besser rüber, weißt du, so diese Gemütlichkeit. Ich weiß nicht, alle meine Custom Content Sachen sind so modern und I don't know, deswegen möchte ich versuchen, kein Custom Content zu benutzen, beziehungsweise halt dann nur Max's Match. Deswegen schauen wir jetzt mal. Wir können uns kein Doppelbett leisten. Als ob man für 500 Simoleons sich kein Doppelbett... Ach, hier sind noch mehr. Ich dachte schon, es gibt tatsächlich kein Bett für unter 500 Simoleons. Okay, das ist alles krass im Content. Entschuldigung, was soll das? Oh, das ist cool. Das ist gebraucht. Oder wir kaufen halt erstmal so eine Luftmatratze. Wäre eigentlich auch süß, oder? Dass sie halt erstmal... Also ich finde es halt sehr realistisch, dass sie halt erstmal so auf so einer Luftmatratze schlafen. Weil sie halt dann noch kein Geld haben, um sich ordentliche Möbel zu kaufen. Und es ist grün, Leute. Es ist grün. Oh mein Gott. Ja, wir müssen es auch grün lassen. Und dann vielleicht noch eine Toilette, wenn das geht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein, es geht nicht, Leute. Es geht einfach nicht. Was kostet... 250 Simoleons kostet eine Toilette? Na klar, wir könnten jetzt diese hier kaufen, aber ein Simoleon ist ja ein bisschen übertrieben, ne? Die könnten wir uns kaufen für 180 Simoleons. Ich fasse es nicht. Ich habe heute leider keine Toilette für euch. Aber haben wir einen Pipi-Busch hier irgendwo? Hm. Naja. Morgen ist ja auch noch ein Tag. Ich glaube, ich werde die zwei jetzt erstmal eine Runde... Obwohl, müde sind sie eigentlich noch gar nicht, ne? Ich wollte gerade sagen, die können erstmal eine Runde schlafen, aber denen geht's voll gut. Tiana,
kannst du dann noch ein bisschen angeln? Vielleicht kann man hier, ah ja, hier. Geh mal ein bisschen angeln und dann kannst du noch ein bisschen Fische fangen. Oh, sie möchte Kamara küssen. Das darfst du auf jeden Fall. Und sie hat die Angelfähigkeit erworben. Ist das nicht gelogen? Sie hat doch schon geangelt am, ah, war sie vielleicht noch ein Kind? Sie hatte ja schon geangelt, als wir am Baumhaus waren. So, was ist das hier denn? What? Da saß doch Tiana gerade noch. Was ist da passiert? What the hell? Oh, wir haben ja noch ein Blümchen. Minze. Tiana hat einen Goldfisch gefangen. Nicer, nicer. Können wir schon wieder züchten? Ja. Okay, sehr gut. Und jetzt haben wir einen Eierpflanzenfrosch bekommen. Natürlich. Aus zwei verschiedenen Fröschen kommt natürlich noch ein dritter. Das macht absolut Sinn. Dann züchten wir jetzt mit Tiana auch nochmal mit dem Sonnenblumenfrosch und kriegen schon wieder einen Sonnenblumenfrosch. Aber es macht nichts. Den können wir direkt auch wieder verkaufen. Das heißt, wir können uns dann gleich unser Klo kaufen. Das ist doch einfach schön. Ich gucke gerade, ob hier noch irgendwo was ist. Also in dieser Ruine. Aber es ist relativ wenig, was hier spawnt. So an Zeug, was wir ausgraben können. Oder diese Steine und so. Sie hat noch einen Goldfisch gefangen. Yay, sehr gut. Ach, den Barsch. Sehr gut, Jana. Das machst du ganz toll. Und dann ist es natürlich auch wichtig, sobald wir die... Oh mein Gott, ist das süß. Sobald wir diese Basic Überlebenssachen haben. Klo, Dusche, Bett, vielleicht einen kleinen Kühlschrank und sowas. Dann wird es natürlich auch direkt wichtig, dass wir uns eine richtige Einnahmequelle suchen. Das heißt, dass wir uns so ein bisschen selbst versorgen können, dass wir unsere, weiß ich nicht, unsere Eier verkaufen, dass wir unsere Hühner verkaufen, wenn wir die züchten, dass wir Milch verkaufen und so weiter. Also da freue ich mich einfach so riesig drauf, dass wir jetzt hier so diese Möglichkeit haben, dieses Selbstversorgerleben eben zu spielen. Das ist richtig, richtig, richtig schön. Und ich glaube, dass die Mädels hier eine richtig gute Zeit haben werden. Oh, Tiana hat jetzt halt auch, sie muss pieseln und sie hat Hunger. Wir könnten halt hier auf dem Grill was zubereiten, ne? Oh nein, können wir nicht! Oh mein Gott! Wir können das nicht zubereiten, weil wir die Lebensmittel dafür nicht haben. I hate my life! Oh, hier können wir noch was ausgraben. Kamara, schnell! Können wir den Tonklumpen verkaufen? Ja, Mann! Und was ist das hier? Glimmerstein, okay. Oh, und wir haben noch ein Fossil gefunden. Ja! Vollständig erhaltener Schnurrbart. Mm, lecker. Und ein versteinerter Euter. Yes! Sehr gut. Und Tiana hat Level 2 der Angelfähigkeit erreicht. Das ist einfach so, so gut. Ich will einfach, dass die zwei Mädels auch so richtig viele Fähigkeiten haben, ne? Dass sie so super kreativ sind, dass sie super in der Gartenarbeit sind, dass sie super kochen können. Tiana hat ja noch das Schreiben. Wir müssen natürlich dafür sorgen, dass sie auch schnell an einem Computer kommt. Deswegen wäre abseits des Netzes halt auch so ein bisschen kacke, weil dann könnte sie das ja auch nicht so wirklich mehr ausüben. Und dann eben auch so Geschicklichkeit und sowas. Das wäre richtig, richtig cool. Ich will einfach, dass sie so richtig viel können. Und es wird einfach so schön, Leute. Es wird so schön. Hier haben wir auch noch so ein kleines Häufchen. Und Kamara ist ein Genie. Nice. Ach, sie hat... Ach nee. Sie hat als Abneigung Fitness, Winterzaubermusik. Sie mag die Farbe Braun nicht. Und sie mag Mid-Century Deko nicht. Okay. Solange sie nicht sagt, sie mag die Farbe Grün nicht, das wäre äußerst fatal mit unserer grünen Queen Tiana. Ich werde den beiden dann übrigens auch noch Umstylings geben, wenn sie dann zu Erwachsenen werden. Verkaufe ich die jetzt so? Ihr sagt ja immer, meistens ist es so wertvoller, ne? Okay, Tiana, Kamara, dann geh mal nach Hause und dann werden wir euch jetzt hier noch ein paar schöne Sachen kaufen. Dann könnt ihr nämlich auch aufs Klöchen gehen und schlafen gehen, ach, und essen gehen und sowas. Mal gucken, schnell. Ein Klöchen für euch. Hier haben wir den Botschafter. Toll. Wie werde ich das Layout von diesem Badezimmer machen? Ach, guck mal, da ist sogar noch eine Klopapierrolle. Vielleicht machen wir das Klo dann da und da können wir da die Dusche hinmachen. Können wir uns eine Dusche leisten? Ja! Oh mein Gott, wir können uns eine Dusche leisten. Ich fasse es nicht. Eine Dusche für uns. Ja, und das war's. Aber die Basic-Bedürfnisse sind erfüllt, Leute. Na, halt das Essen nicht, aber Essen wird ja sowieso überbewertet, ne? Deswegen ist das gar kein Problem. Aber sie können immer duschen gehen und pieseln gehen. Den Rest kriegen wir auch schon irgendwie hin, weil wenn sie morgen zur Schule gehen, sind sie automatisch satt. Also der Hunger füllt sich ja dann automatisch und das ist schon mal gut. So, jetzt haben wir hier schon mal 10 Simoleons. Sollen wir das noch verkaufen? Ach ja, und ich habe von zu Hause noch ein Bild von Cory und Ella mitgenommen, weil ich dachte, dass Tiana vielleicht ein Bild von ihren Eltern hier hängen haben möchte und deswegen habe ich das mitgenommen. Ja, fand ich irgendwie richtig, richtig schön. Ach ja, und das Projekt, was sie mit Cory noch gemacht hat, habe ich auch noch mitgenommen. Ich bin so gespannt, was sie zum Intro gesagt hat. Ne? Ich kann mir das... Also, oh,
weiß nicht, es war einfach so aufregend, das zu schneiden und es war so emotional und ich hoffe, dass es euch auch gefällt. So, hier haben wir noch so ein paar Teile, die verkaufe ich einfach auch. Und ich kann mir aber auch vorstellen, auch wenn wir dieses Grundstück hier nicht abseits des Netzes machen, dass wir halt trotzdem vielleicht diese Solaranlage vielleicht kaufen, dass wir halt so mehrere Packs hier mit einbauen werden, halt so ein bisschen nachhaltig leben. Dann haben wir verschiedene Fähigkeiten, dann halt natürlich auf jeden Fall auch Landhausleben und es wird einfach schön. Also dieses Landhausleben-Pack ermöglicht mir genau das Gameplay, von dem ich immer geträumt habe. Deswegen freue ich mich da ganz riesig doll drüber. Und sie wünscht sich auch, einen höheren Level der Malereifähigkeit zu erreichen. Hat sie denn da schon was? Oh ja, Level 1. Okay, nice. Kamara, wir werden dir so schnell es geht eine Staffelei kaufen. Heute ist Rabatttag. Das ist ja großartig. Tiana ignoriert diese Tradition. Hey, was ist denn das für ein Mist? Wir wollen auch Rabatte. So, okay, dann können wir jetzt zumindest schon mal duschen gehen. Das ist ja sehr gut. Also, wir gehen so langsam an die Sache ran. Wir schaffen das. Wir kriegen das alles hin. Das ist gar kein Problem. Oh mein Gott, einen Stuhl oder Sessel kaufen, weil eine Notwendigkeit im Haus nicht besitzt. Das ist so traurig. Oh mein Gott. Naja, ich habe halt jetzt leider nichts für dich, was du essen kannst, ne? Weil, ja... Naja, die gehen jetzt in die Schule und dann essen sie dort. Das ist schon okay. Ja, auf Wiedersehen. Und Kamara hat auch die Schreibfähigkeit erreicht. Yay, erhalten meine ich. Los, Tiana, du auch. Sonst ruft dein Direktor deine Mom an und dann kriegst du richtig Ärger. Nee. Oh mein Gott. Jetzt kommt schon Rechnung. Ich wohne noch nicht mal einen Tag hier. Wir haben schon 188 Simoleons. Rechnungen. Ich kam nicht gut an deinen Briefkasten dran. Wo ist denn mein Briefkasten? Okay. Mhm. Haben wir was im Haushaltsinventar? Weil viele meinten, nee, haben wir nicht, dass die Rechnungen dadurch auch berechnet werden, aber haben wir gar nicht. Und apropos, ich gehe mal ganz kurz in den Weltenverwalten-Modus, weil mir auch jemand geschrieben hat, das habe ich im letzten City-Life-Part dann auch schon geändert, dass man halt die Sims als ungespielt markieren muss, damit deren Geschichte weitererzählt wird, damit der Story-Progression halt auch erkennt, dass diese Sims auch weitergespielt werden sollen und nicht passiv da rumstehen sollen. Deswegen gehen wir jetzt erstmal nach Brindleton Bay und drücken hier einmal bei unserer White-Fam ungespielt, auch wenn das natürlich gelogen ist. Da, also bei Miles, nicht bei White Fam, aber da steht immer noch White, fällt mir gerade auf. Naja, dann entwickelt sich das da hoffentlich auch noch ein bisschen weiter. Dann haben wir ja in Willow Creek Winter und da steht Landgrab, weil Stefan da natürlich gewohnt hat. So, ihr Süßen, ihr geltet auch als ungespielt. Wer wohnt hier? Juckt mich nicht. Dann gehen wir mal nach Windenburg und markieren dann Stefan als ungespielt. Vielleicht lernt er im hohen Alter ja auch noch jemanden kennen. I don't know. Und hier die Süßen markieren wir natürlich auch noch als ungespielt. Vielleicht lernt Lia ja auch noch jemanden kennen. Hier haben wir Stephanie und ihren Boy. Die haben wir auch die ganze Zeit als gespielt markiert. Stephanie ist schon eine Seniorin. Oh mein Gott, habt ihr das gesehen? Guck mal, wie gebückt sie geht. Oh mein Gott. Okay. Und dann gehen wir natürlich auch noch nach Samaishuno zu unserer guten... Oh, Ginny können wir natürlich auch als ungespielt markieren. Sie kann natürlich auch noch weiter rumdüsen. Dann haben wir hier noch den Haushalt von Joanne und Peyton. Da soll natürlich vielleicht auch noch was passieren. Und hier haben wir niemanden, der uns interessiert. Sehr gut. Ich irgendwen vergessen. Oh ja, Tallulah. Oh mein Gott, Tallulah wohnt jetzt einfach so in diesem riesigen Haus alleine. Es ist so furchtbar. Es tut mir so leid, Girl. Oh mein Gott. Naja, okay. Dann kehren wir jetzt zurück zu unseren Mausis. Oh, wir haben 14 Simoleons noch von Rabentochter bekommen. Das war doch schon mal sehr gut. Oh mein Gott, ich liebe diese Stadt so sehr. Jetzt sieht man sie auch am Tage so richtig schön. Und oh mein Gott, es ist so herrlich. Es ist so herrlich. Und ich hoffe, dass es Kamara auch schnell wieder besser geht. Oh mein Gott! Oh mein Gott, ist das süß! Oh mein Gott, Charlie ist vorbeigekommen und wollte ein bisschen mit Tiana abhängen. Oh mein Gott, komm schnell nach Hause, Girl. Schnell! Kamara hat Level 2 der Schreibfähigkeit erreicht. Oh no, er ist wieder gegangen. Och Mensch, weil wir nicht zu Hause waren. Aber das ist richtig süß. Okay, die Girls sind wieder zu Hause. Und haben beide echt super schlechte Laune. Ich glaube, das liegt halt auch daran, weil sie sich das alles ein bisschen einfacher vorgestellt haben hier. Aber die werden sich jetzt einfach noch ein bisschen unterhalten. Und Tiana wird vielleicht auch ein bisschen für ihre Freundin da sein. Wir werden einmal sie liebevoll umarmen. Und
Liebe, fragen Sie mal, wie Ihr Tag so war. Was hat sie jetzt hier? Buch in der Bibliothek lesen. Oh mein Gott. Wir müssen auch noch ein bisschen die Stadt neu machen, dass wir ein paar neue Grundstücke platzieren. Die sind zwar richtig schön, die hier platziert sind, aber die beschränken sich ja immer auf das Pack plus Base Game. Und ich denke, wenn man das dann noch mit den anderen Packs kombiniert, dann kann man hier richtig geile Grundstücke platzieren. Weil wir haben ja hier so ein paar, da haben wir noch so ein Mietobjekt. Hier ist dieser Nationalpark. Dann haben wir hier unten, ach, das ist ein Wohngrundstück, aber das können wir auch irgendwie dann so später zu so einem Café oder so machen. Oder sie kriegt halt direkt dieses Restaurant-Café hier direkt unten in der Stadt, die Arme des Zwergs. Und man kann direkt in der Stadt auch wohnen. Nice. Es ist einfach großartig. Vielleicht ist das jetzt auch so die nächste Instanz, dass sie zweimal hier in die Stadt gehen und da ein bisschen schauen, ob sie da vielleicht irgendwie an Geld kommen können. Weil, zumindest brauchen wir halt so die Grundsachen, damit wir uns irgendwie versorgen können. Weil sobald wir irgendwie so ein bisschen so einen Garten haben oder sowas, haben wir ja regelmäßiges Geld, was da reinkommt. Und dann können wir uns auch automatisch den PC für Tiana kaufen. Dann kann Tiana anfangen, weiter ihre Bücher zu schreiben. Dafür kriegt sie Tantiemen, wenn sie immer besser wird. Ich glaube, sie hat ja mittlerweile auch schon Level 5 oder sowas, was ja auch richtig gut ist. Und ja, dann werden wir immer weiter an den ganzen Sachen arbeiten, damit sie auch dadurch immer wieder mehr Geld verdienen können, weil ich plane, dass die zwei nie einen richtigen Job, einen Regeljob annehmen. Dass sie halt immer so freiberuflich arbeiten oder halt irgendwie sich dann selbstständig mit so einem Café machen. Oh, hi Henry! Oh mein Gott! Ich glaube, Ella hat Henry hier hingeschickt und hat gesagt, geh mal gucken, was meine Tochter macht. Wir gehen mal ganz kurz zu ihm und quatschen einmal mit ihm. Wir erzählen ihm die dramatische Geschichte von unserem Umzug, dass es alles ein bisschen stressig war und so weiter und so fort. Mal gucken, ob er das verstehen kann. Vielleicht gehen wir jetzt dann auch hier vorne noch zu diesem Stand und gucken mal, ob wir hier was kaufen können, weil wir haben 34 Simoleons. Oh, Javi, hi, Boy! Wir haben 34 Simoleons. Vielleicht können wir da ja die ein oder andere Sache kaufen, die wir dann pflanzen können. Hast du schon die Einheimischen von Hanford und Bagley kennengelernt? Sie leben in einer eng verbundenen Gemeinschaft. Ich fange zu weinen, das ist so süß. Okay, jetzt gucken wir mal. Also wir könnten einen neuen Apfel kaufen. Wir könnten eine Birne kaufen, aber die sind so teuer. Kann man das nach Kosten sortieren? Okay, also Kopfsalat, eine Aubergine, alles klein. Ich will große Dinge. Holunder. Wird in folgenden Kräuterheilmitteln verwendet. Deo-Creme. Man kann ein Deo machen? Warum weiß ich sowas nicht? Das ist so krass, Leute. Das ist so krass. Ich bin so glücklich. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Okay, ich glaube, wir kaufen jetzt einfach mal hier so diese Basics. Ich hoffe, wir können sie einpflanzen. Und das ist jetzt nicht hier rausgeschmissenes Geld. Mir fällt gerade ein, dass wir dafür dann, glaube ich, auch hier dieses Feld brauchen, wo wir das einpflanzen, oder? Ich kaufe mal noch eine Karotte zur Sicherheit. Und dann noch einen Apfel. Okay, war hier unten noch irgendwas teurer? Vielleicht mache ich den Kürbis weg und die Wassermelone? Es reicht nicht. Oh mein Gott. Dann halt die Karotte. Obwohl, wir haben Sommer. Der Apfel ist, glaube ich, blüht der im Sommer? Steht das hier? Warum steht das denn nicht? Also wir könnten halt einfach auch ein Samenpaket im Inventar kaufen, fällt mir gerade auf. Ich glaube, das ist schlauer. Ich glaube, das ist richtig dumm, was ich hier gerade tue. Hör auf, Kamara, du lässt dich hier abziehen. Hier konnte man so Blumen kaufen, ne? Okay. Dann gucke ich mal ganz kurz, ob es hier irgendwo noch was gibt, was wir ausgraben können oder so. Ein bisschen Geld noch bekommen. Oh mein Gott, diese Stadt ist einfach so unfassbar schön. Ich kann es nicht glauben, dass wir jetzt tatsächlich hier spielen können. Und dass die zwei hier leben. Das ist einfach so schön. Oh! Ella und Henry haben sich dafür entschieden, dass sie direkt hierher kommen und gucken, wie der Hase hier läuft. Es ist so süß. Ich liebe es, dass die beiden zusammen hier sind. Okay, wir werden Mom einmal ganz kurz umarmen und werden ihr dann natürlich erzählen, dass es alles ein bisschen anstrengend ist und mehr Stress, als sie sich das vorgestellt hat. Deswegen werden wir einmal uns über die Probleme beschweren und dann kriegen wir das hoffentlich schnell wieder hin. Oh, hi Mom. Lang nicht gesehen. Oh mein Gott, und Eugene ruft auch direkt an. Das ist so süß. Aber wir können gerade nicht... Oh. Das fand er nicht so lustig. Aber wie ihr im Intro gesehen habt, haben die zwei sich ja auch immer nicht so super gut verstanden. Ne? Und Kamara wird schon wieder angerufen. Achso, es ist seine... ihr Bruder. Ich dachte schon, wer ruft da jetzt an? Aber nein, auch mit dir haben wir keine Zeit zu verbringen. Okay, wir haben eine Zeitkapsel gefunden. Können wir das Schulprojekt... Wir können die Schulprojekte verkaufen.
Nice. Okay, scheiß nämlich auf die Schulprojekte. Schule ist uns auch eh super egal eigentlich. Aber ja, jetzt haben wir schon wieder 304 Simoleons. Das heißt, wir können unsere Rechnungen bezahlen. Das war doch richtig, oder? 194 Simoleons. Und dann können wir uns aber auch noch so ein Samenpaket kaufen. Ich glaube, das machen wir auch noch schnell. Ella und Henry, es war schön, euch gesehen zu haben. Es war sehr nett mit euch. Aber Kimora muss schlafen und Tiana muss sich um den Garten kümmern. Wenn man einen eigenen Haushalt führt, dann hat man einfach viel zu tun. Es tut mir leid, Mom. Ich liebe es so sehr. Okay, ich muss den Part jetzt gleich nochmal beenden. Ich kann das gar nicht einschätzen, weil ich so viel gelabert habe. Ich glaube, aus diesem Part kann man gar nicht so viel rausschneiden. Naja, ihr mögt ja lange Videos. Also, everything is good. Oh mein Gott. Ella, hör auf. Ella spioniert uns ein bisschen hinterher. Hallo, bist du Evan schon wieder? Oh ja, es ist schon wieder Evan. Kimora, geh du doch mal zu dem kleinen Fuchsi und geh mal zu Evan und betrachte ihn. Und, oh nein. Tschüss, Evan, mach's gut. So, stopp. Nein, ihr werdet jetzt nicht schlafen gehen. Stopp. Erst werden wir hier noch einmal die Frösche züchten und kriegen natürlich schon wieder einen Eierpflanzenfrosch. Ich drehe durch. Eigentlich können wir die ja auch verkaufen. Die wollen wir ja gar nicht züchten. Und den auch nicht. Und dann gehen wir jetzt ins Inventar und schauen mal, was es hier für Samenpakete gibt. Wo finde ich die denn nochmal? Ah, oh, okay, die kosten auch noch 10 Simoleons, diese Beete. Oh mein Gott, ich liebe es. Aber brauche ich die jetzt zwingend? Sieht schon cool aus eigentlich, ne? Wenn wir vielleicht hier vorne dann so die Beete hinmachen. Steht da was dabei? Ein Feld frisch kultivierter mit Riesenfeld, 4 kleinen Gartenpflanzen oder ein Baum. Oh, okay, verstehe. Also, wir wollen vielleicht Gemüse für Einsteiger. Oh, die Rechnung. Nina, beachte die Rechnung. Oh mein Gott, wir haben das Fahrrad. Ich will es. Ich will es so unbedingt. Aber nicht jetzt. Aber wir werden auch Blumen kaufen. Blumen, sage ich schon. Bienen kaufen und so eine Insektenfarbe. Wir werden alles haben, Leute. Ich schwöre es euch. Und es gibt noch ein Basispaket mit magischen Pflanzen. Das wäre ja für Kimora vielleicht auch ganz cool, ne? Aber erstmal müssen wir, glaube ich, unser Überleben... Obwohl, wir können ja auch Zaubertränke verkaufen, oder? Aber dafür brauchen wir erstmal den Kessel. Eins nach dem anderen. Dann vielleicht Kräuter. Oder Blumen. Blumen bringen auch viel Geld. Aber wir brauchen ja auch Lebensmittel. Dann vielleicht doch Früchte. Okay, Indecisive Nina hat sich entschieden. Was ist das hier unten alles? Herbstpflanze? Okay, Alles klar. So, dann öffnen wir mal die Samenpakete. Und Kimora kann dann gleich mal eine Runde Nickerchen machen, weil sie ist ja super, super müde. So, und Wasser. Oh, in den Paketen war ganz schön viel drin. Heidewitzka, what? Okay, ich glaube, Bananen kann sie noch nicht einpflanzen, oder? Oh, kann sie doch? Okay, Spinat ist mega wenig wert. Den werden wir nicht einpflanzen. Aber Weintrauben lohnen sich ja richtig. Heidewitzka! Dann werden wir sechsmal hier die Weintrauben einpflanzen. So. Und dann vielleicht noch die Paprika. Das ist so süß mit diesen Flächen hier. Ich liebe es. Oh, man hat auch von den Riesenfrüchten Samen kaufen können. Okay, das sind alles Dinge, die man dazu lernt, Leute. Es ist gar kein Problem für uns. Es ist überhaupt nicht schlimm. So, und dann bezahlen wir noch die Rechnung. So, wir haben die Rechnung bezahlt. Und dann kaufen wir nämlich jetzt einfach, weil wir so wild unterwegs sind, noch so einen Riesenfeldfruchtsamen. Einfach, weil wir ganz verrückt sind. Und weil wir grün lieben, kaufen wir einen Kopfsalat, oder? Obwohl, nein, wir kaufen lieber was Wertvolles, weil dann ist es am Ende auch wertvoll. An heißen Sommertagen größer. Ja, okay, wir kaufen eine Wassermelone. Ah, hab herausgefunden, wie es geht. Man muss auf das auf das Beet drücken und dann kann man da die Samen drauf streuen. Oh mein Gott. Oh, wow. Cool. Okay, und ich glaube, das hier ist ein äußerst erinnerungswürdiger Anblick. Tiana ist zwar stinkig, müde und gestresst, aber ich glaube, im tiefsten Herzen sind sie sehr, sehr glücklich, dass sie hier sind. Der Start war natürlich nicht der allereinfachste, vor allem, weil Kimora jetzt auch sehr, sehr traurig ist, weil sie eben ihre Mom verloren hat. Aber ich denke, mit dem Rückhalt auch von Tianas Familie und so wird es auf jeden Fall werden. Man merkt, dass der Familienzusammenhalt von Kimora ein bisschen angeknackst ist. Also ihre Brüder haben zumindest heute ja angerufen, aber ihr Vater und ihre Stiefmutter haben sich noch nicht gemeldet. Das ist natürlich ein bisschen traurig so, wenn eben die Mutter verstorben ist. Aber egal, vielleicht können wir damit auch noch irgendeine coole Geschichte erzählen. Mal gucken. Schreibt mir auf jeden Fall alle eure Ideen für diese wunderbare Legacy in die Kommentare. Ich freue mich so sehr auf die kommende Zeit. Das wird einfach so cool. Wir werden so viele verschiedene Fähigkeiten ausarbeiten. Wir werden eben dann auch so ein bisschen das mit der Hexen-Dingsbums so ein bisschen erforschen, dass wir so ein paar Zaubertränke machen und so weiter und so fort. Da freue ich mich auf jeden Fall auch riesig, 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 riesig dolle drauf. Und auch alle weiteren Vorschläge schreibt sie mir gerne in die Kommentare und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder und bis dann. Auf Wiedersehen. Tschüss!
Muah.